Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus abgebrannt und alle Tiere darin sind ums Leben gekommen. Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus, schrieb der Zoo am frühen Mittwochmorgen auf seiner Facebook-Seite. Das direkt angrenzende Gorilla-Gehege blieb laut Zoo aber verschont. Das Affenhaus aber brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Brandursache war in der Nacht noch unklar. Feuerwerkskörper könnten allerdings den Brand ausgelöst haben, wie der WDR berichtete. Die Feuerwehr war an der Nacht noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Stadt Krefeld wollte im Laufe des Mittwochs auf einer Pressekonferenz weitere Informationen bekannt geben. Der Zoo schrieb: Eine unfassbare Tragödie hat uns kurz nach Mitternacht überrollt. Das Menschenaffenhaus sei niedergebrannt, die Kriminalpolizei ermittle. Der Zoo bleibe daher am Mittwoch geschlossen. Das Affentropenhaus wurde den Zooangaben zufolge im Jahr 1975 eröffnet. Die Grundfläche des Baus im Gewächshausstil lag bei 2000 Quadratmetern. Zu Hause waren Orangutans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epaulettenflughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orangutans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.